Ich habe hier ein EFA Dom 3KS. Das ist ein Wendeschlüssel, ein Bahnschlüssel. Und den werde ich jetzt mal auseinanderbauen, um zu sehen, wie das von innen aussieht. Das hier ist dieser Zylinder. Und dieses hier ist der Schlüssel dazu. Um den Zylinder auseinanderbauen zu können, dieses mit einem Steg versehen, werde ich jetzt hier eine Schraube lösen. Das hier ist das Kupplungsteil. Das ist dafür da, wenn man den Schlüssel hier reinsteckt, dann greift das hier in das Teil und dass man schließen kann. Das kann dann so aussehen. Und dieses Teil wird dann reingedrückt. Das ist also einer mit N und G, dass wenn man den Schlüssel von innen drin stecken lässt, dass man dann aufschließen kann. So, jetzt werde ich hier diese Ringe mal abnehmen. Jetzt kann man den hier ganz vorsichtig auseinandernehmen. Sind die seitlichen Teile. Das ist die andere Seite. Ist das noch zu sehen? Nee. Ich glaube, so ist besser. So, das ist das Teil hier. Und dieses Teil hier
hier drinne und fährt hier in diesen Bahnen immer hin und her. So, dieses Teil hier, das kommt hier oben rein, das ist auch wieder gelagert. Und das ist dafür da, damit das denn dann nachher einrastet. Ja, das ist mal so ein Aufbau eines EFA 3KS Wendeschlüsselsystems. Man kann jetzt diese Teile hier verändern, diese hier, und dann bekommt man da eine Gleichschließung drauf. Alles weiter werde ich dann in meinem nächsten Video erklären, was ich hier noch von machen werde, wie man die Stifte umbaut, auf gleichschließend macht und wie man den wieder zusammenbaut.